Ja, hallo Leute, hier spricht Ouroboros und heute haben wir wieder mal ein paar interessante Thematiken und zwar geht's wieder mal auf einen Wochenrückblick hin. Mal schauen, was die letzten Tage, die letzte Woche was Neues ergeben hat und darum wollen wir direkt einsteigen in das Thematik. Und zwar geht's hier auf die Seite Pravda TV, eine sehr interessante Webseite, in dem viele Verschwörungstheorien bzw. auch einen Funken Wahrheit stecken könnte, Leute. Ich werde euch gleich ein paar Themen aufzeigen und meine Gedanken bzw. was ich darüber denke, aussagen. Also am Ende kann ich auf jeden Fall sagen, alles was ich von mir gebe, Leute, sind natürlich nur Gedankengänge. Das heißt, es sind nur Thesen, es gibt weder beweisbare Sachstände dafür. Es sind Dinge, die natürlich von vielen Menschen natürlich gelesen werden, aber auch Gedanken gemacht werden, was das alles sein könnte. Und darum wollen wir direkt anfangen. Das erste Thema wäre bizarre Linien am Himmel fotografiert. Es gibt ja viele Bilder, die zeigen auch solche Chemtrails, die in der Luft gesprüht werden. Da sieht man auch lange Wolkenbänke, Leute. Aber es gibt auch hier Fotos, in dem jetzt hier, wie ihr seht, durch den Wolken ein Schneise gebildet ist. Und wovon das genau kommt, keine Ahnung. Es gibt viele Theorien bzw. Thesen, die davon ausgehen, dass das einfach hier eine sogenannte Schleise, wenn ein Flugzeug durchfliegt, dass das irgendwie die Wolkengebilde zur Seite geschoben wird. Aber das sind Thematiken, die interessant sind und jeder sollte mal seinen eigenen Gedanken darüber machen, Leute. Kommen wir zum nächsten Thema. Oh, das wird jetzt richtig interessant. Die Queen Elizabeth starb hier am 8.9. Mein Beileid an die Hintergebliebenen. Und es ist interessant, Leute. Und zwar geht es in diesem Artikel darüber, dass ein gewisser Forscher, Autor davon ausgeht, dass wir sozusagen in einem riesigen Planeten bewohnen, aber auf der Oberfläche. Und diese riesige Erde, sage ich mal, ist mit verschiedenen Kuppelanlagen versiert. Das heißt, der geht davon aus, dass wir insgesamt über 178 Kuppel besitzen. Die Hälfte wäre sozusagen eher negativ oder positiv zusammengestellt. Und er geht davon aus, dass die versuchen werden, alle Kuppeln, das heißt die ganzen Kuppelanlagen, in denen die ganzen Wesen leben, zu einem gigantischen Kuppelanlage aufzubauen. Das heißt übersetzt, wenn unser Ebene, in dem wir uns jetzt befinden, wir leben unter einem Kuppel und neben uns, sagen wir mal so in der Schweiz, sind auch andere Kuppelanlagen, die wieder ihre eigene Schutzhülle über sich haben. Entschuldigung. Und er geht davon aus, dass die versuchen werden, eine riesige, gigantische, unvorstellbare Schutzhülle, ein Dom, eine Kuppel aufzuerzeugen, die dann alle Lebewesen unter einem Dach bringt. Das wäre auch diese sogenannte neue Weltordnung, in dem die Menschheit, die ja verteilt in verschiedenen Kuppelanlagen existieren, in verschiedenen Zeitebenen, sag ich mal, weil jede Kuppel hat seinen eigenen Zeitrhythmus. Das heißt, wenn in unserer Zeit irgendwie anders läuft, läuft bei den anderen vielleicht langsamer, vielleicht sogar schneller, aber das System sieht nach diesem Forscher aus, dass die versuchen, durch ein bestimmtes technisches Verfahren eine riesige Überdom zu erbauen, in dem alle Lebewesen, es sind ja nicht nur Menschen, sondern es sind ja auch Kreaturen, die nicht so nicht Menschen aussehen, sag ich mal, die alle unter einem Kuppel zu bringen. Das wäre natürlich interessant, dann würden auch Außerirdische geben, sozusagen Ausführungszeichen, andere Rassen, andere verschiedene Spezien, die wir dann auf einmal sehen könnten, die würden natürlich im Nachrichten zeigen, ja, irgendwo haben wir irgendwelche Außerirdische entdeckt und die würden dann durch mit ihren ganzen Technologien so aussehen zu lassen, als gäbe es einen Weltraum sozusagen unter dieser Kuppel, aber natürlich gibt es sowas nicht, was außerhalb ist aber dahingestellt, auf jeden Fall leben wir und eine Art Kuppel, die dann uns am Leben hält. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass die versuchen, eine
ja, Gemeinschaftskuppel aufzubauen, in dem alle Rassen, alle Spezien unter einem Dach kommen, dann wäre das die sogenannte neue Weltordnung. Das wäre sozusagen das, was eigentlich nicht sein sollte. Ihr kennt ja den Turmbau von Babel, wo Gott sozusagen Ausführungszeichen verhindert hat, dass die Menschheit bzw. die Spezies, das Leben der Spezies zu einem gemeinsamen Handwerken, sage ich mal. Ne? Und darum wurden sie ja sozusagen verteilt in verschiedenen Kuppelanlagen, damit sie nicht zusammenkommen, weil dann wären sie zu stark gewesen und wahrscheinlich die Macht, die über uns steht, gefährdet. Darum ist das sehr interessant und in der Materie geht auch darüber, dass das 8 und 9 eben was hier mit diesem ganzen Anlage zu tun hat, dass die Queen sozusagen nicht einmal so gestorben ist, sondern dass das bestimmte Hinweise darauf hindeuten, dass in nächster Zeit irgendwas geschehen wird, wo wir wahrscheinlich nicht mal mitbekommen werden, weil alles, was hier passiert, Leute, passiert hinter unserem Rücken. Und wenn wir ins Bett gehen, aufstehen, ist das vielleicht schon mal geschehen. Aber das sind Thematiken, die sehr interessant sind und ihr macht, solltet selber mal darüber nachdenken, beziehungsweise euch Gedanken machen, ob da was dran sein könnte. Auf jeden Fall sehr interessant, die ganze Thematik. Entschuldigung. Dann gehen wir mal auf die nächste Thematik ein. Was haben wir hier? Das sind uninteressant, uninteressant, Putin uninteressant, Hurricanes uninteressant. Was haben wir hier eigentlich? Ja, das ist auch interessant. Englische Region wird seit Jahren von rätselhaften Brummen geplagt. Ihr wisst ja selber, Leute, ihr habt bestimmt schon mal Videos gesehen, wo sogenannte Geräusche gehört werden von außen, so wie Trompetenhaften bzw. Schreie, oder es gibt sogar hier Stimmen, die sich anhören wie so ein Drache, der mault. Das heißt, innerhalb dieser Kuppelanlage entstehen Brummtöne. Das heißt, wenn die Glocke irgendwie getroffen wird oder von außen irgendwie verletzt wird, Ausführungszeichen, dann entsteht ein Ton. Das ist ungefähr so, wenn wir jetzt einen Klingel bzw. einen Hohlkörper anschubsen oder anklingeln, dann entstehen Brummtöne. Das heißt, es sind Vibrationen, Frequenzen, die dann durch die ganze Kuppelanlage durchlaufen und dadurch besteht die Möglichkeit, dass diese Brummtöne davon kommen, Leute. Es ist natürlich eine These von mir, muss nicht stimmen, aber wie gesagt, macht euch selber die Gedanken darüber. Es ist auf jeden Fall eine Thematik, die durchaus zu hinterfragen ist, Leute. So, was haben wir jetzt hier? Quantenäther. Die Raumenergie wird nutzbar. Ihr wisst ja selber, schon seit Nikola Tesla wird ja danach geforscht, dass es so eine Art freie Energie gibt. Das heißt, wenn die Leute davon ausgehen, dass im Raum, Weltraum Energien existieren, auch in dem sogenannten Äther. Und dieses Äther, was ja von der Wissenschaft nicht anerkannt wird, erzeugt Energien. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, durch bestimmte Mittel, durch bestimmte Apparaturen, diese Raumenergie, das um uns herum ist, abzusaugen, Leute. Es ist ein unsichtbares Energiefeld, die wir nicht sehen können, die wir nicht riechen können. Aber physikalisch müsste dieses Äther existieren, weil die Wissenschaftler im 19. Jahrhundert davon ausging, dass sowas existiert, weil er nur durch dieses Ätherkraft bzw. durch die Theorie des Äthers hat man die Möglichkeit, viele wissenschaftliche, physikalische Gegebenheiten zu erklären, Leute. Aber wie gesagt, die Wissenschaft lehnt das ab, weil, ist klar, ne, die ganze Rohstoffindustrie würde ja zusammenbrechen, wenn jeder Mensch auf dem Dach jetzt irgend so ein Gerät hätte, der die freie Energie aus der Luft sozusagen aufsaugen könnte und uns ja, unerreichbare Energiequellen geben würde. Aber das ist natürlich für die Industrie, für die Ölbarone, für die sogenannte Elite ja nicht unbedingt was Schönes. Und darum verhindern die durch ihre ganze Lobbyarbeit, dass die Menschheit das erfahren und dass diese Energien für die Menschheit nutzbar werden. Leute. Aber das sind natürlich Ideen, Thesen, die man leider auch nicht mal nachweisen kann. Aber allem Anschein nach existiert diese Technologie, existiert diese Äther, Quantenebenen und irgendwann wahrscheinlich, wenn die Menschheit soweit ist, beziehungsweise reduziert worden ist oder da irgendwas passiert ist, werden auch diese ganzen Technologien hervorkommen, Leute, weil die Zukunft wird nicht so aussehen wie jetzt, sondern die Zukunft wird genauso aussehen wie in den ganzen Science-Fiction-Filmen, Leute, das heißt mit unvorstellbaren Technologien, die irgendwann in der Zukunft existieren werden. Gehen wir zur nächsten Thematik. Uninteressant, Europa, uninteressant. Was haben wir da noch Schönes hier? Uninteressant.
Ah, das war wieder. England unter Schock. Queen Elisabeth II. Ist tot. Queen als Echsenwesen enttarnt. Außerirdische Reptiloiden beherrschen den Planeten. Das ist natürlich ein Thema, die bei vielen natürlich so Ungefühl, das heißt, wie soll man sagen, das ist eine Thematik, die schon Jahrzehnte alt ist, das sehr berühmt wurde durch den D. Engländer David Icke. Und der behauptet nun mal, dass wir von Außerirdischen bzw. Reptiloiden, echsenwesenhaften Kreaturen beherrscht werden. Das heißt, intelligent, auch hier von technischen uns weit voraus, die würden sozusagen durch menschliche Holographien sich bedecken, ihren Echsenwesen bedecken und unter uns weilen. Und die meisten von denen sind natürlich die Elite bzw. wichtige Persönlichkeiten, die unter uns weilen. Es können auch Schauspieler sein, es kann sogar der normale Bürger sein, getarnt als Mensch, um unter uns zu weilen, um die Herde, sag ich mal, um die Herde Mensch sozusagen unter Kontrolle zu halten, Leute, ne? Und deswegen sagt man ja auch, dass die eine weltumspannende Netzwerk von Geheimdienstaktivitäten aufgebaut haben. Das heißt, dass die ganzen Wohnungen durch bestimmte Technologien überwacht werden, dass jede Stimme, was wir uns abgeben, abgehört werden und in eine Zentrale verarbeitet, Leute. Das heißt, diese Wesen, wenn sie existieren sollten, Ausführungszeichen, die haben uns voll im Griff. Das heißt, nicht ein einziges Wort, was wir von uns geben, kann verheimlicht werden. Und ich gehe mal davon aus, dass sollten diese Echsenwesen existieren, sind das unser Herren, würde ich sagen. Die Herren der Menschen, weil der Mensch in so im Unklaren ist, dass die, ja, wie soll man sagen, dass das nichts anderes sind als stumpfe Tiere, sag ich mal so, ne? Seht euch mal die Menschen an, was hier passiert. Sie laufen einfach durch die Straßen, sie gehen ihren alltäglichen Sachen nach, aber am Ende sehen die nicht, was wirklich hinter dem Schleier des Seins, dem Schleier des Lebens sich verborgen hält, Leute. Und hinter dem Schleier existiert was Böses, was nicht Gutes, das die Menschheit sozusagen für ihre eigene Sachen bedient, sage ich mal so. Und ja, da fragt man sich natürlich, ja, wo kommen diese ganzen Reptiloiden her? Warum haben die jetzt die Menschheit erschaffen, wo viele ja behaupten, dass Außerirdische uns durch ihren ganzen DNS umgeändert hätten? Wir wären ja vorher Affen gewesen. Und dann kommt dann diese ganzen Präastronautik-Thematiken, Leute, und das ist so total Schwachsinn, weil ich gehe davon aus, dass wir durch etwas Besonderes erschaffen worden sind. Aber wir natürlich Kopien einer längst vergangenen Zeit sind. Wenn ihr meine Videos über die Simulationsidee kennt, dann wisst ihr, dass das ja mehr geht als nur um das eine. Aber von der geschichtlichen Tatsache, dass irgendwelche Reptiloide uns ja beherrschen, ist durchaus gegeben, Leute. Ich habe schon in einem Videos gesagt, dass außerhalb dieser sogenannten Kuppelanlage andere Wesenheiten eingedrungen sind. Das heißt, die sind in unsere Umwelt, in unseren Garten eingedrungen, haben die Vernichtung eingebracht. Es sind Zerstörer, die die Welten besuchen, ihre Rohstoffe übernehmen, die Menschheit versklaven und am Ende sogar hier sie ausrotten, Leute. Das heißt, es ist, sollten sie existieren, diese Reptiloiden, sind das herzlose, seelenlose, eiskalte Wesen, deren einzige Bestreben daran ist, sich zu ernähren, sich weiter fortzupflanzen und andere Spezien als Sklaven, als unwürdige Lebewesen, als Parasiten, als Insekten darzustellen, als Vieh, sage ich mal sogar. Aber die Frage lautet, was haben diese Reptiloiden sozusagen jetzt vor, wenn sie existieren, sage ich mal, Ausführungszeichen? Wollen jetzt die gesamte Menschheit ausrotten, aber warum sollte man ihre seine eigene Dienerschaft beseitigen, wenn man sie braucht, Leute? Ne? Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wesen existieren, ist durchaus gegeben, Leute, weil auch in alten, früheren Zeiten wurden sie als Dämonen bezeichnet, wurden sie als Himmels- bzw. Höhlengeister bezeichnet. Und wenn man die ganzen Beschreibungen von diesen ganzen Dämonen sieht, dann passen die durchaus zu diesen Reptiloiden. Es gibt natürlich auch andere Quellen, die behaupten nun mal, dass eigentlich diese sogenannten Außerirdischen eher echte Dämonen sind, die aus der Hölle kommen, Leute. Das sind natürlich wieder so andere Thematiken, die wieder in das Fantastische reingehen. Und sollten diese sogenannten Echsen durchaus Dämonen sein, da fragt man sich natürlich, dann sind wir ja alle in der Hölle und das ist nichts anderes als ein Schauspiel, eine Illusion, die uns hier vorgemacht werden. Aber selbst wenn das so sein sollte, dann ist halt so, Leute, macht euch keine Gedanken darüber.
Also nochmal zum Elisabeth II., die wäre ein Echsenwesen. Es gibt da verschiedene Zeitungsartikel, Leute, wo behauptet wird, dass die Königin sich mal zwischendurch mal verwandelt hat. Es gab sogar hier am Twitter einige durchaus merkwürdige Einträge, wo Menschen angeblich gesehen haben sollen, wie ihr Hand sozusagen grün wurde oder ihr Gesicht langsam gräulich und eine Art echsenhafter Gesichtsausdruck hervorkam. Das heißt, um diese Tweets oder beziehungsweise in Google geschriebene Sachen wurden gelöscht und es ist durchaus interessant, warum man versucht, diese Tatsachen zu verleugnen oder nicht einfach als Scherz abzutun, statt diese ganzen Sachen zu löschen, um den Menschen wieder irgendwelche Dummheiten im Kopf hervorzuholen, sag ich mal so, ne? Also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Wesen existieren, ist gegeben. Es ist durchaus ergeben, dass sie unseren Planeten, unseren Dom übernommen haben, dass sie uns seit hunderten Jahren hier beherrschen, zwischendurch die Menschheit sozusagen irgendwie reduzieren durch Kriege, durch bestimmte Medikamente, durch irgendwelche verseuchte Lebensmittel, die uns immer jeden Tag eingegeben werden. Das heißt, die haben die Möglichkeit, uns von vorne bis hinten zu belügen und zu steuern. Und natürlich mit ihren menschlichen Lakaien, sage ich mal, die dann für die arbeiten und uns Menschen sozusagen hier als Tiere halten, würde ich auch fast sagen. Der Dom wäre nichts anderes als eine riesige Farm, Entschuldigung, eine riesige Farm, in der wir uns befinden, wo wir gezüchtet werden und wo wir dann sozusagen gefressen werden. So einfach läuft die ganze Sache ab, Leute. Kommen wir zum nächsten Thema. Also wie gesagt, sehr interessant, aber wie gesagt, es sind nur Thesen. Richtige Beweise gibt es dafür natürlich nicht, auch wenn es in verschiedenen Büchern oder Augenzeugenberichten existieren, die behaupten, die hätten Echsenwesen oder Reptiloiden gesehen, Leute. So, was haben wir noch Interessantes? Ich versuche mal die ganz interessanten Sachen hervorzuholen, Leute. Mit Politik und so ganzen Sachen habe ich nicht so viel zu tun. Was haben wir hier? Insider enthüllen Geheimnisse unterirdischer Militär- und Firmenbasen mit zukünftigen Technologien. Ja, ich sag mal so, dass hier verschiedene Militärfirmen bzw. die militärische Industrie ihre Technologien geheim halten will, ist ja klar, dass die unterirdische Städte oder Basen bauen, in denen dann diese supermoderne Technologien erprobt werden, ist auch klar. Da braucht man nur die Ariane 50 reinzuschauen. Es ist ja nur einer von vielen. Viele sind ja auch unterirdisch beziehungsweise unter dem Meer erbaut worden, damit kein Mensch dahinter kommt. Das heißt, diese ganzen UFO-Technologien, diese ganze freie Energie mit Klonen, alles drum und dran, die existieren ja und die werden ja von dieser militärischen Industrie sozusagen erbaut bzw. erfunden oder hier hergestellt, Leute. Es ist interessant, diese Technologien existieren und wer weiß, wie weit die schon sind. Viele behaupten, ja, die sind schon 5 Jahre voraus mit ihrer Technologie, aber ich gehe mal davon aus, dass es noch viel mehr ist, Leute. Das heißt, wenn wir die wahre Technologie sehen würden, mit den ganzen Antischwerkraft-Systemen oder anderen Dingen, wir wären erstaunt. Man würde kaum noch unterscheiden zwischen Magie und Technologie, weil es so abgedreht wäre, Leute. Also 100% diese Technologien existieren. Diese ganzen unterirdischen Basen existieren auch, da ist sogar offiziell, da muss man sich nicht als Verschwörungstheorie angeben, Leute. Was haben wir hier? Unheimliches Vampirgrab in Polen entdeckt. Ihr wisst ja selber, ihr habt wahrscheinlich auch schon mal gelesen, dass ab und zu in alten Gräbern irgendwelche Leichen gefunden werden, die so bestattet worden sind, wo man durchaus denken könnte, dass es wäre kein Mensch oder es wäre wahrscheinlich ein Vampir, der da gelegt. Es gibt ja Geschichten über Vampire. Ne? Wir müssen nur den Vlad Dracula uns anschauen in dem berühmten Buch Dracula, Leute. Und wenn man so die ganzen Geschichten über diesen Vlad, den Fehler, der ja nichts anderes war als ein rumänischer Prinz bzw. König, der wiederum eigenartigerweise mit den ganzen englischen Königshäusern zu tun hat, sogar Verwandte von Prinz Charles, alles drum dran. Das heißt, die europäischen Königshäuser sind miteinander verwandt und dann gibt es natürlich zum Beispiel die Blutgräfin, die dann Menschen bzw. junge Mädchen aufgehangen hat, ihre Kehle durchgeschnitten und das Ganze im Blut gebadet hat. Da fragt man sich natürlich, was sind das für bizarre Rituale oder bizarre Dinge, die da passiert sind. Man sagt, der Vlad, der Fehler oder bzw. Dracula, der wäre irgendwie ein abartiges Wesen gewesen, das heißt, der hätte auch Blut getrunken, Blutmessen gefeiert. Also natürlich Geschichten, die man nicht beweisen kann, beziehungsweise nur Thesen, die von irgendwelchen
Verschwörungstheoretikern weitergegeben werden, aber wie gesagt, so richtige Beweise gibt es dafür nicht, außer jetzt diese Blutgräfen, von denen man auch einiges weiß, dass sie das wirklich getan hat. Man hat auch viele Leichen an ihren Burgen gefunden und sie wurde ja irgendwie nicht verhaftet oder so, sie wurde verbannt. So, da fragt man sich natürlich, was geht da vor? Sind das wirklich Vampire? Sind das oder Reptiloide, sage ich mal, die so blutrünstig sind, um den Menschen sozusagen für ihren Götzen zu opfern, Leute? Was durchaus möglich ist. Ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist, sondern es ist vielleicht, sage ich mal einfach, vielleicht alles nur Thesen, Leute. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Interessante Themen, also wie gesagt, sehr, sehr interessant. Da kommen wir wieder mal eine Thematik, die der heutigen Zeit ihren Reiz nicht verloren hat. Der Tag, an dem die Welt unterging. Wir sind mitten in der Apokalypse. Ja, die Apokalypse. Was soll man dazu sagen? Es gibt ja schon Jahrhunderten, sogar vielleicht Jahrtausende Prophezeiungen, wo weitergegeben wird, dass die Erde oder die Menschheit am Ende der Zeiten steht. Ich sage mal so, es gab hier Bevölkerungsschichten oder Völker, sagen wir im 16. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert, die wirklich geglaubt haben, die Welt würde untergehen, die Welt würde zerstört werden, das Endzeit wäre angebrochen. Aber wie jedes Mal ist nichts geschehen, Leute, genauso 1999, wo diese Prophezeiung von Nostradamus angeblich bevorstand, dass die Welt untergehen sollte. Aber wie bei jeder sogenannten öffentlichen Herumschreierei von Welt der Ende ist nichts passiert. Da fragt man sich, was ist hier los, was ist passiert, warum gibt es denn Prophezeiungen, die tausende Jahre alt sind, die sich auf einen bestimmten Zeitpunkt des menschlichen Daseins konzentriert. Und das ist das Ende, Leute, das Ende der Zeiten mit dem Ende der menschlichen Spezies. Und da muss ja irgendwas Wichtiges gewesen sein, dass diese sogenannte geschichtliche Ebene vom Endzeit so eingeprägt ist in dem Gedächtnis der Menschen. Und wenn ihr meine Theorie der Zeitschleife kennt, ne, ich gehe davon aus, dass das ganze Existenz, das Leben vorbestimmt ist, dass alle Zeitalter inbegriffen von der Altertum bis zu der Zukunft schon vorgegeben ist. Und stellt euch mal vor, in der zukünftigen Zeit ist irgendwas passiert, das Ende der Zeiten. Und dieses Wissen ist immer wieder weitergegeben worden, eingeprägt worden, sag ich mal, in die nächsteren Zeitalter. Das heißt, wenn die Zeitalter wieder neu angefangen hat, hat sich das eben so eingeprägt, dass die Menschen denken in ihren Büchern so am Ende der Zeit, das und jenes wird passieren. Aber wenn es so ein zukünftiges Ereignis ist, kann das natürlich nicht irgendwie im 6. Jahrhundert passieren oder im 15. oder früher. Das heißt, diese Idee von der Apokalypse bezieht sich mehr auf ein bestimmtes Ereignis in der Zukunft, die passieren wird. Aber dann gibt es natürlich einige, die behaupten, ja, die Kuppelanlagen wurden erbaut, um diese Zeitebenen zu verhindern. Ihr wisst ja selber auch Geschichten über CERN, wo behauptet wird, die versuchen die Zeit immer wieder ein paar Jahre zurückzudrehen, bis das Geschehen, bis dieser Apokalypse bevorsteht. Das heißt, diese Leute, die an der Macht sind, ob das jetzt hier Reptos sind, ob das jetzt irgendwelche elitäre Blutslinien sind, die versuchen das Schlimmste für sich zu verhindern, weil man geht ja davon aus, dass am Ende der Zeiten ja nicht einfach die Welt untergeht, sondern der große Richter kommt, sagen wir mal Jesus Christus oder sowas ähnliches, der dann das Böse richten wird, Leute. Die Bösen und die Menschen, die sich nicht dagegen gewehrt haben, beziehungsweise die keine Erkenntnis gehabt, die haben einfach ihr sündiges Leben so weitergeführt. Und die Elite, beziehungsweise die jetzt hier das alles hier in Kontrolle halten, versuchen das zu verhindern, indem sie die Zeit unter der Kuppelanlage immer wieder für paar Jahre zurückdrehen und von da anfangen und dann von da wieder anfangen wird. Es ist für seine Zeitschleife in einer Zeitschleife. Wir sind gefangen in einem Gefangenenlager. Das ist wirklich unglaublich und sollte sowas sein. Problem dabei ist, dass dieser Energieaufwand, was sie dafür brauchen, um diese paar Jahre zurückdrehen, ist immens. Ne? Man muss sich mal vorstellen, diese geschichtliche, diese Computeranlage, das alles erzeugt, muss ja mit Energie gefüttert werden. Und jetzt nehmen die menschliche Energiequelle als Bio, das ist so wie bei der Matrix, wo der Mensch sozusagen angeschlossen ist an den Geräten, wo ihm sozusagen die Energie des Körpers abgesaugt wird, um die Maschinerie am Leben zu halten. Und
Das genau passiert hier, um den Dom bzw. um die Rückwirkung der Zeit hervorzubringen, Leute. Es ist sehr interessant, was für Theorien, was für Ideen hier herumgeistern. Also wie gesagt, es sind natürlich nur Thesen, die ich jetzt nicht beweisen kann, ich auch nicht beweisen will. Aber bei mir geht es immer darum, dass ich euch schon gesagt habe, Entschuldigung, dass wir in einer Zeitschleife leben und dass die Zeit von vorne bis hinten durchgegeben ist. Und dass das Ende ja auch geprägt ist, Leute. Bisschen erkältet, Leute, bisschen erkältet. Und darum wollen wir gleich die nächste Thematik angehen. Entschuldigt, dass ich immer ein bisschen hier husten muss und so, aber es ist nun mal langsam Winter hier. Das ist interessant. Was haben wir hier? Das System fliegt uns gerade um die Ohren. Ja, gut, wenn wir jetzt hier die ganzen wirtschaftlichen Ebenen jetzt uns anschauen, dass hier viele Industriebezirke pleite gehen, insolvent sich anmelden, dass hier überall langsam Krieg entfacht wird. Das heißt, es ist wie so eine Art, ja, Dominostein, das aufgebaut worden ist. Und wenn einmal der Dominostein fällt, dann fallen auch die anderen Dominosteine, Leute. Und das ist sozusagen extra gemacht worden, um hier ein bestimmtes Endergebnis zu erreichen, was das Endergebnis sein soll, werden wir selber irgendwann erfahren. Auf jeden Fall ist die Welt, in der wir uns befinden, nicht mehr das, was vor 20 Jahren war, sondern wir befinden uns in einem Weg der Katastrophen, des Mitleids, würde ich nicht sagen, des Leids eher. Und wir werden alle sehen, was uns vorkommt, aber ihr macht euch keine Sorgen, Leute, wir sind alle nur sterbliche Wesen und uns sollte solche Sachen einfach hier, ja, am Arsch vorbeigehen, würde ich mal fast sagen. Ne? Uninteressant. Ah, das ist auch sehr, sehr, ja, ich soll sagen, komisch würde ich nicht sagen, aber Gazprom, ihr wisst ja, diese russische Gasunternehmen Gazprom schockt mit Eiszeitvideo. Das heißt, ihr wisst ja selber, durch die ganzen Sachen, die in letzter Zeit passiert sind, dass die den Russen sozusagen Einhaltgebiet geboten haben. Und dass sie versuchen, Gas nicht mal bei denen zu kaufen, dann hat Gazprom natürlich die europäischen Länder, die nicht bezahlen wollen, von ihren ganzen Leitungen abgekappt, sage ich mal. Und dann haben wir ein Video gemacht, in dem Europa in eine Art Eiszeit übergeht, weil sie natürlich kein Gas von Russland bekommen, Leute. Und es ist natürlich ein bisschen komisch, ein bisschen erheiternd, aber für uns auf jeden Fall nicht, wenn wir im Winter in der Kälte sitzen und nicht wissen, was wir machen können, Leute. So, was haben wir noch? Machen wir noch zwei, drei Themen und dann hören wir auf, Leute. Sonst wird das Video zu lang und sollte ja nicht sein. Uninteressant, Politik, was haben wir hier? Das ist auch interessant. Das ist natürlich ein Thema, die eher in den Bereich Esoterik geht. Ne? Ich meine, Esoterik ist ja so ein Thema mit irgendwas mit geistigen Sachen. Und hier steht Wunscherfüllung durch die Macht der Gedanken und etwas Kreativität. Man stelle sich mal vor, man wäre in der Lage, mit bloßen Gedanken zu beeinflussen, Leute. Das heißt, stellt euch mal vor, unser Gedanken wären in der Lage, die Welt um uns herum umzuändern. Das heißt, als Einzelner wird das natürlich schwer sein. Aber stellt euch mal vor, ihr hättet die Masse, sagen wir mal, Millionen Menschen, die genauso denken wie ihr. Und alle diese Milliarden bzw. Millionen Menschen denken das Gleiche gleichzeitig. Glaubt ihr wirklich, es würde sich was ändern? Würde sich die Matrix, in der wir uns befinden, würde sich die Simulation in uns sich umändern? Das heißt, durch die Gedanken des Menschen hier, dass das System sich umpolt. Also das heißt, 360 Grad sich ändert. Aber ich selber zweifle daran, ich selber zweifle daran, aber es heißt das nicht, dass sowas nicht existiert, Leute. Ne? Also ihr wisst ja selber, alles, was im Gehirn passiert, kommt ja von außerhalb. Das heißt, unser Dasein wird ja von außerhalb bestimmt, nicht was wir hier machen, sondern unser Bewusstsein, unser alltägliches Geschehen wird von außerhalb gehandelt, behandelt, sage ich mal so. Und wir sind nichts anderes als Avatare in so einem Art Sims-Spiel, das außerhalb einprogrammiert ist und wir einfach unseren Weg laufen. Und deswegen ist die Tatsache, dass wir jetzt irgendwelche geistigen Sachen denken, für mich natürlich jetzt erstmal unvorstellbar. Aber ich will das nicht ausschließen, dass die Möglichkeit besteht, aber für mich natürlich sehr gering, eher unwahrscheinlich. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Ich versuche nur ein Thema, Leute, dann hören wir auf hier.
Ah, genau. Alles, was eine Person sieht, ist vor 15 Sekunden passiert. Es ist, wie ich schon gesagt habe, auch in meinen alten Videos, es gibt ja so wissenschaftliche Untersuchungen, eher im Bereich der Neurologie, der Gehirnforschung. Mit ganz modernen Technologien sind die in der Lage, das menschliche Gehirn sozusagen in jeder Zentimeter zu messen, beziehungsweise die Frequenzen oder den Gedanken in bestimmten Bereichen zu erkennen. Und das Gute, beziehungsweise für viele nicht verständliche ist, dass sie herausgefunden haben, dass der Mensch, bevor er denkt, das heißt, wenn ich jetzt an einen Apfel denke, sag ich mal, hat das Gehirn das schon 5 Sekunden beziehungsweise 4 Sekunden hat er schon vorher diese Befehle bekommen. Das heißt, wenn ich an Apfel denke, denke ich ja, dass ich das mache, dass ich diese Vorstellung von Apfel denke. Aber diese Information ist schon 3 beziehungsweise 4 Sekunden schon bevor ich daran gedacht habe. Das würde ja bedeuten, dass die Informationen, die ich jetzt hier in meinem Gehirn verarbeite, von woanders kommen, schon von anders gedacht wurden. Das ist wie so eine Art Programm, das in einem Spiel eingeleitet wird, in eine Figur geleitet wird und diese Figur sozusagen macht, was von außen die Signale hervorbringen. Das heißt, wir werden von Signalen bzw. von einem Programm bestimmt und nicht, was wir sind. Das, was wir denken, wird schon vorher gedacht, Leute, beziehungsweise vorher rein in unserem Gehirn gebracht. Das heißt, unsere Gedanken kommen von außerhalb. Darum habe ich auch ein paar Videos darüber gemacht. Schaut euch das mal an. Ich weiß, diese Videos, was ich mache, sind natürlich nicht professionell, oder? Aber es geht hier um Informationen. Ihr sollt euch die Informationen mal reinbringen in euer Gehirn und da ein bisschen darüber nachdenken. Also sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Und ich glaube schon, dass da mehr daran ist, als ihr euch vorstellen könnt, wo ich darüber davon ausgehe, dass uns Programme uns hier verwalten, Leute, dass wir nichts anderes sind als Programme, eine Kopie einer längst verloschenen Welt und wir in einem auf einem Festplatte gespeichert sind und von da die Daten auf diesen Avatar, auf diese Simulation hinab gesendet werden, sage ich mal so. Das habe ich schon ein paar Videos gemacht, schaut euch das an. Ist ein bisschen eigenartig, diese Thematik und diese Theorie, aber wahrscheinlich sogar 100% richtig. Über dieses Thema wollen wir gar nicht reden. Das ist, dann wird das Video direkt gelöscht. Das wollen wir ja nicht. Ein Thema machen wir noch, Leute, und dann hören wir auf. Das haben wir Stimmungs- ja, das haben wir schon mal gehabt jetzt hier. Das haben wir hier. Letztes Thema, und dann kommen wir zum Abschluss. Wir sind Tiere in einem Alien-Zoo. Das ist natürlich interessant, sowas zu lesen. Es gibt ja viele Astrophysiker, es gibt ja viele Wissenschaftler, sogar Science-Fiction-Autoren, die davon ausgehen, dass wir in einem Art Zoo sind. Aber nicht nur wir Menschen, sondern dass es verschiedene Zoos existieren mit verschiedenen Rassen, Spezien. Das würde auch erklären, warum es so viele Domes neben uns existieren, andere Kuppelanlagen. Aber sollte sowas sein, ne? Sollte sowas sein, da fragt man sich natürlich, warum sollten Aliens jetzt hier einen Zoo bauen? Für was? Soll das jetzt ein galaktisches Zoo sein? Kommen da irgend überall in Galaxis hier Leute, also Wesen, die uns hier beobachten wollen? Es muss da einen bestimmten Grund geben, warum der Mensch für diese Wesen so interessant sind. Egal, was hier passiert, Leute. Ne? Egal, ob es die Reptiloiden jetzt hier uns verwalten oder nicht, ob das die Tierwärter sind, sage ich mal so. Es muss ja ein Grund sein, warum der Mensch hier eingesperrt ist. Von dem Geschichtlichen her gehen. Ne? Warum ist der Mensch so eine Gefahr für diese Wesen, für das Universum, dass wir eingesperrt worden sind und vielleicht sogar die letzten unserer Art sind, weil die anderen menschlichen Kolonien zerstört worden sind? Das würde ja bedeuten, dass die Menschheit, wo sie sozusagen noch außerhalb dieses Domanlagen von diesem Gefängnis gelebt haben, Krieg mit diesen Zivilisationen gehabt haben muss. Das heißt, die Menschheit muss sich, das sind alles nur Thesen, wenn sie sich im Universum verbreitet haben, dann müssen die sozusagen Kriege mit anderen Zivilisationen, Planeten gemacht haben, wo sie am Ende jedoch verloren haben. Und darum haben die sozusagen die letzten Überlebenden der menschlichen Rasse hier in die sogenannten Domes reingebracht, wo die dann sozusagen schauen,
ja, was der Mensch ist, studieren die und was weiß ich was. Es ist sogar möglich, dass sie versuchen, hier irgendwelche Biowaffen gegen Menschen hier zu erfinden, damit, wenn sollte jemand nochmal sowas passieren, dass die menschliche Rasse komplett ausgelöscht wird. Aber das mit der Idee, dass wir in einem galaktischen Zoo leben, ist durchaus möglich. Ich verneine das nicht mal, Leute. Aber dann würde ja bedeuten, dass die menschliche Rasse ja nicht unbedingt nett gewesen sein muss. So in den Science-Fiction-Filmen mit diesen ganzen Star Trek-Folgen, wo die sich dazu sagen, zusammen mit anderen Rassen zusammenleben, sondern die Menschrasse muss eine kriegerische Spezies gewesen sein, warum man die am Ende fast zerstört und dann sie in diesen kleinen Kuppelanlagen reingesteckt hat, um sie zu untersuchen, um zu sehen, was mit denen geschieht, beziehungsweise von den anderen Spezien angeschaut wird. Seht ihr, das waren mal unsere Feinde gewesen, sie haben uns fast ausgerottet, aber am Ende haben wir geschafft, die menschliche Gattung zu besiegen und jetzt sind wir am Ende. Da schaut euch die mal an, jetzt sind die gefangen in so einem Kuppel und wissen nicht mal, was wir mit denen anstellen. Das sind natürlich Thesen. Vielleicht ist das so passiert, vielleicht aber auch nicht, Leute. Das mit dem galaktischen Zoo ist interessant. Und die Möglichkeit ist durchaus gegeben. Ich will ihn eigentlich nicht verneinen. Und darum machen wir heute Schluss. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Entschuldigung nochmal, dass ich mich immer so viel geräuspert, gehustet habe. Es ist wieder mal so eine leichte Erkältung bei mir zu finden. Und da würde ich mal sagen, bis demnächst und tschüss.